Bei Apple jagt derzeit ein Superlativ den nächsten. Bereits am ersten Wochenende wurden satte 3 Millionen iPads verkauft. Gestern wurde bekannt, dass erstmals seit 17 Jahren eine Dividende ausgeschüttet werden soll. Über Apple will ich heute sprechen mit Rolf Katzmeier von der SVA Vermögensverwaltung. Irgendwie wird es langsam unheimlich bei Apple, oder? Muss da nicht zwangsläufig jetzt irgendwann mal einen Rückschlag einsetzen? Ja, rein von der Markttechnik her gebe ich Ihnen recht, da könnte ein Rückschlag mal wieder erfolgen. Wobei, da müsste man dann unterscheiden, was wäre denn eigentlich ein Rückschlag. Wenn die Aktie auf dem Niveau etwas ausschnauft, damit rechnen wir auch. Das wäre aber ja nicht schlimm. Der Wachstumstrend ist ja nach wie vor vorhanden. Gestern gab es einen wahren Paukenschlag. Apple zahlt erstmals seit 17 Jahren Dividende. Steve Jobs verweigerte eine solche Dividende seit Jahren. Das Geld sollte lieber in neue Investitionen gesteckt werden. Ist es jetzt die richtige Entscheidung, Dividende zu zahlen? Es wird wahrscheinlich ein guter Kompromiss sein, weil Sie können natürlich eine Aktie auf dem Niveau nicht dauerhaft den Aktionär ausblenden. Das lässt der Aktionär auf Dauer mit sich halt auch nicht machen. Die Taktik von Steve Jobs war meiner Meinung nach dennoch richtig, weil so ein explosionsartig wachsendes Unternehmen wie Apple braucht halt nun mal die Cashmittel dazu. Jobs hat die Kosten oder die Gelder im Prinzip ja in die Entwicklung gesteckt. Und bitte, wir leben ja heute, oder Apple lebt ja momentan von der Entwicklung, nicht schlecht. Also insofern, Geld investieren in Entwicklung kann nicht falsch sein. Man müsste vielleicht die Brücke schlagen zum Aktionär, und das wird jetzt versucht. Wie reagieren denn eigentlich die Konkurrenten auf die ständig neuen, sehr, sehr positiven Zahlen von Apple? Was machen Samsung und Co.? Ja, die bringen ja auch die Technologien raus, sind ja da auch relativ erfolgreich. Wobei man muss immer eins sagen, der als erstes am Markt war, war nun mal Apple, hat sich durch eine ganz ausgeklügelte Strategie über dieses iTunes, also dieses Kaufhaus in dem Gerät sozusagen, hat sich da ganz schön Marktanteile gesichert. Die Apple Stores ist eine Geschichte, die ja einzigartig ist. Das hat Samsung meines Wissens jetzt noch nicht in der Form. Insofern wird es schwierig. Blicken wir auf die Gesamtbranche im Jahr 2012. Jetzt demnächst wird auch in Deutschland bald das Kindle Fire von Amazon kommen. Wem trauen Sie denn eigentlich 2012 am meisten zu? Also in der Telefonbranche, da wollen wir bleiben, oder? Nein, schon in der Telekommunikationsbranche natürlich. Genau. Apple, Samsung, Amazon. Genau. Wer hat die größten Chancen 2012? Also ich glaube nach wie vor, Apple, wie gesagt, hat einen riesen Vorsprung, wird den Vorsprung auch weiter ausbauen können. Davon gehe ich persönlich aus. Aber man muss dazu sagen, Nokia beispielsweise, ich habe mir heute zufälligerweise den Nokia-Chart angeschaut, da könnte man schon auf die Idee kommen, dass die mit wachsenden Marktanteilen, so liest man zumindest, auch von unten sozusagen einen ordentlichen Turnaround hinbekommen kann. Börsentechnisch gesprochen glaube ich, dass Nokia sogar eine gute Chance hat. Samsung würde ich jetzt nicht unbedingt zu den Favoriten zählen. Apple wird aber weiter die Erfolgsstrategie bestreiten. Apple wird weiter die Erfolgsstrategie bestreiten. Heißt das auch, dass selbst auf dem jetzigen Niveau noch Chancen bestehen für die Aktie? Also wie gesagt, ein Ausschnaufen auf dem jetzigen Kursniveau, auch aufgrund der Dividendenbekanntgabe, ist durchaus drin. Das Niveau ist ja schon relativ hoch, aber der Wachstumstrend wird meiner Meinung nach beibehalten. 3 Millionen verkaufte iPads am ersten Wochenende. Der Blick auf Apple und seine Konkurrenten mit Rolf Katzmeier von der SVA Vermögensverwaltung. Vielen Dank für das Gespräch.